Yo Leute, Remake hier. Heute beantworte ich euch die Frage, wieso Among Us erst nach 2 Jahren nach der Veröffentlichung aus dem Nichts so groß und zu dem aktuell beliebtesten Spiel wurde. Viel Spaß! Wir fangen ganz am Anfang an. Among Us kam 2018 auf den Markt. Die Entwickler von Innersloth haben regelmäßig neue Updates herausgebracht, obwohl sich die Spielerzahlen in Grenzen hielten. Es gab eine sehr kleine Community und da das Spiel auch nicht viel Geld abgeworfen hat, haben die Entwickler öfters mit dem Gedanken gespielt, das Projekt einfach hinzuwerfen. Allerdings wussten sie zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass Among Us schon sehr bald eines der beliebtesten Multiplayer-Spiele der Welt werden sollte. Doch wie genau kam nun der Hype, der alles verändert hat, für das einst so kleine Spiel Among Us, wo die Spielerzahlen vielleicht gerade eine Lobby füllen konnten? Einen einzelnen Faktor kann man dafür gar nicht so genau bestimmen, wieso dieses Spiel einen so fesselt und einfach jedes plötzlich spielt. Es ist eher eine Mischung verschiedener Dinge und Zufälle, die dafür gesorgt haben. Den Anstoß für alles hat der Streamer und YouTuber SodaPoppin am 15. Juli 2020 gegeben. Er hat Among Us das erste Mal gestreamt unter seinen tausenden Zuschauern. Das war natürlich der ausschlaggebende Grund dafür, dass das Spiel etwas bekannter wurde, aber große Streamer streamen öfter unbekannte Spiele, welche dann natürlich auch etwas mehr gespielt werden, aber dennoch schnell wieder im Sande verlaufen. Also was ist der Grund dafür, dass gerade Among Us durch einen einzigen großen Streamer weltberühmt wurde? Das hat mehrere Gründe. Der erste Grund ist, dass das Spiel einfach super günstig ist und man gar nicht erst lange überlegen muss, dem Spiel einfach mal eine Chance zu geben. Ich persönlich wurde auch von einem Kumpel gefragt, ob ich nicht mal Among Us mit ihm spielen will. Zu dem Zeitpunkt kannte ich es noch nicht und als ich gesehen habe, dass es 4 Euro kostet, habe ich auch gar nicht lange überlegt und habe es direkt gekauft. Weil sind wir mal ehrlich, was soll man da schon falsch machen? Die meisten haben 4 Euro sowieso gerade auf ihrem Steam-Account rumliegen. Den nächsten Grund habe ich oben auch schon etwas angeschnitten. Und zwar skaliert das Spiel extrem in den Spielerzahlen. Wieso? Weil jeder am besten mit seinen Mates oder Freunden spielen will. So hat auch SodaPoppin einige Streamer und YouTube-Kollegen mit ins Boot geholt, um eine Lobby voll zu kriegen. Immerhin braucht man am besten 10 Spieler, um das größtmögliche aus Among Us rauszuholen. Ich wurde wie oben genannt auch von einem Kumpel auf Among Us angesprochen und ich würde behaupten, dass 80% der Spieler das Spiel haben, weil sie von Freunden überredet wurden, es sich zu holen, gerade als es Free-to-Play am Handy wurde. Wie bereits erwähnt, skaliert das Spiel auch extrem auf Twitch und YouTube und hat einen regelrechten Anlauf von Streamern bekommen, da sich viele Streamer zusammentun, um eine Lobby aufzumachen. Dadurch hat es sich auf Twitch wie ein Lauffeuer innerhalb kürzester Zeit verbreitet und es haben extrem viele Streamer gestreamt, wodurch Among Us immer schneller, immer bekannter wurde. Übrigens streame ich auch, also schaut gerne mal in meinem Stream vorbei, der Link ist in der Beschreibung, aber jetzt weiter mit dem Video. Alle Gründe, die ich vorher aufgezählt habe, wurden von einer Sache, die uns absolut alle betrifft, gekrönt. Und der ein oder andere wird es sich schon denken können, nämlich richtig, Corona. Durch den Lockdown saßen Millionen Menschen in Quarantäne oder im Homeoffice zu Hause. Sie konnten sich teilweise nicht mit Freunden treffen oder was unternehmen. Da kam ein Spiel, was man am besten mit vielen Freunden spielt, doch wie gerufen. Man konnte zusammen mit seinen Freunden ein Spiel spielen, was außerdem noch super viel Spaß in einer Gruppe macht und so die sozialen Kontakte halten, auch wenn man nicht aus dem Haus kommt. Da Among Us auch so simpel wie genial ist, kann es ebenso jeder spielen, wenn er keine Ahnung von Computerspielen oder allgemein von Gaming hat. Allem in allem zeichnet sich Among Us durch seine einfache und dennoch süchtig machende Art aus. Das Spiel brauchte einmal einen kleinen Anstoß und der Stein ist ins Rollen gekommen und ist gar nicht aufzuhalten. Spiele wie Fall Guys wurden einfach überrollt und links liegen gelassen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie lange sich der Hype halten wird und werde euch auf dem Laufenden halten und immer mit neuem Content versorgen. In dem Sinne, ciao und vergesst bloß nicht zu abonnieren, damit ihr auch die kommenden Hypes nicht verpasst.